Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen beim YouTube-Kanal Happy Optimizing. In dieser Episode soll es um das neue Dashboard der Google Business Profile gehen. Also, wie kriege ich meinen Google Maps Unternehmenseintrag jetzt mit dieser neuen Benutzeroberfläche im Backend, das in Wirklichkeit ja gar kein Backend ist, sondern eher ein Frontend im google.de eingebettet. Wie kriege ich damit das Unternehmensprofil, das Google Business Profile jetzt administriert? Wie richte ich es ein? Worauf muss man achten? Wo sind die Funktionen, die bisher halt in diesem Unternehmensdashboard zu finden gewesen sind? Wo sind die jetzt in diesem neuen Dashboard, das auf google.de eingebunden ist? Darum soll es gehen in den nächsten Minuten. Viel Spaß dabei und dafür teile ich jetzt den Bildschirm und wir schauen uns das direkt in unserem Google Business Profil an. Das haben wir jetzt hier auf dem Bildschirm. Da sehen wir es. Das ist, wenn man nach dem eigenen Firmennamen sucht, das habe ich jetzt gemacht. Unsere Agentur heißt DSCOM GmbH in Berlin. Dann kriegt man, wenn man Administrator seines Unternehmenseintrags ist, eigentlich eine Standard-Suchergebnisseite von Google. Da ist rechts dann der Google Maps-Eintrag in der Google-Suchergebnisliste zu finden. Das ist dann auch als erstes organisches Suchergebnis die Webseite des Unternehmens zu finden. Und direkt da oben drüber, ja, ganz oben links gewissermaßen unter dem Suchschlitz, da gibt es einen extra Bereich, der öffnet sich für die Administratoren. Der heißt mein Unternehmen bei Google. Und das ist jetzt die neue Benutzeroberfläche. Und die erste Frage, die sich immer stellt, ist das jetzt gut, ist das schlecht oder ist das einfach nur anders? Und für die meisten ist das wirklich tatsächlich weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach nur anders. Man hat jetzt eben eine andere Benutzeroberfläche an einer anderen Stelle, aber alle Funktionen sind noch da. Es sind sogar zwei, drei Funktionen dazugekommen. Darüber reden wir gleich. Schwierig ist es einfach für alle, die bisher nicht einfach nur ein Profil für ihr eines Unternehmen gepflegt haben, sondern die halt Zugriff auf sehr, sehr viele Profile haben. Also als Filialisten auf der einen Seite oder weil man eine Agentur ist und sehr, sehr viele Kundenaccounts über das Unternehmensdashboard betreut hat. Gibt es denn jetzt überhaupt noch eine Möglichkeit, als Admin mehrerer Profile auf so eine Übersichtsseite zu kommen? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kennt entweder diese URL business.google.com/locations, wie ich sie jetzt hier oben mal eingegeben habe. Wenn man da drauf drückt, landet man direkt in dieser Übersichtsseite, wie wir sie früher kannten, wo dann alle Locations aufgelistet sind. Oder aber, es ist ein zweiter Weg dorthin, hier an der Stelle, wo mein Unternehmen bei Google steht, da hat es rechts daneben so eine Drei-Punkte-Navigation. Und wenn man da drauf geht, da kriegt man gewissermaßen diese übergeordneten Administrationsaufgaben hergeklickt. Zum Beispiel eben auch das Hinzufügen von neuen Nutzern und solche Sachen. Da, das wäre bei Einstellungen für das Unternehmensprofil zu finden. Und da hätte man eben auch die Möglichkeit, auf den Link Meine Unternehmensprofile zu klicken und bekommt dann das praktisch hier in so einer Übersichtsseite, in so einem Übersichts Pop-up. Überhaupt sind wahnsinnig viele Dinge jetzt mit solchen Pop-ups gelöst. Es gibt diese klassische Unternehmensübersicht, wo man links eine Navigation stehen hat und rechts auf dem Bildschirm kann man dann in den verschiedenen Feldern arbeiten. Das gibt es so nicht mehr. Ich hatte immer mal im Stillen gehofft, dass das zumindest als Alternative bleibt. Doch man sieht es eben auch hier wieder an so etwas wie meine Unternehmensprofile. Ja, man will eigentlich weg von dieser Methode, wie wir es bisher hatten, dass man eben solche Übersichten hat hier auf der rechten Seite, die Einstellmöglichkeiten hier auf der linken Seite der Navigation, sondern die Idee ist, dass es halt hier landen soll in Zukunft, direkt in der Google-Suchergebnisseite. Ja.
Ich habe keine wirklich gute, keine Meinung dazu, ob das jetzt wirklich für mich persönlich besser ist oder nicht. Ich habe in der Zwischenzeit meinen Frieden gemacht. Ich fand es am Anfang ganz fürchterlich, aber das ist ja mit vielen Veränderungen so. Ja, der Mensch mag sie einfach nicht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man versucht viele Dinge so schnell und so gewohnt wie immer zu erledigen. Und das sind halt ja, so neue Prozesse, neue so Abläufe sind halt einfach anfangs schwierig, aber man gewöhnt sich dran. Okay, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie das aufgebaut ist, dann hat man hier jetzt eben diesen Block für die Pflege des eigenen Unternehmensprofils unter der Überschrift Mein Unternehmen bei Google. Hier geht es in die grundsätzliche Administration. Das schließt zum Beispiel eben aus die grundsätzliche Pflege des Unternehmensprofils in den Grundeinstellungen mit ein, Administratoren hinterlegen, die Profil-ID aufrufen, das Unternehmensprofil in irgendeiner Form als geschlossen erklären oder komplett entfernen können und andere Konten damit zu verknüpfen. Das ist über die drei Punkte hier zu finden. Und dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 2, 12 kurz links mit Symbolen, die mich in Pop-up-Fenster führen. Da schauen wir uns gerade einige gleich mal an. Und dann hat man hier noch so eine Art Kachelsystem, in dem sich gewissermaßen in gehighlighteter Form einige Funktionen befinden, die sowieso schon hier unter den ersten 12 kurz links zu finden sind. Es gibt aber auch ein paar Kacheln, die haben einen exklusiven Informationsgehalt. Aber ob der nun tatsächlich für jeden von uns hilfreich ist oder nicht, das können wir zu späteren Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen erklären. Und ja, auch für unseren persönlichen Bedarf eine Meinung dazu bilden. Ja, also es gibt ja eine Menge Dinge in diesen Unternehmensprofilen, die haben noch nie für alle, die ein Unternehmen bei Google Maps gepflegt haben, eine Bedeutung gehabt. Die konnte man in der anderen Administrationsoberfläche aber einfach ein bisschen besser ignorieren, würde ich sagen. Ja? Okay. Also, der erste Punkt, das ist der für die grundlegenden Informationen, das ist dieser Profile bearbeiten Button. Und da lande ich in einem Bereich, der uns sehr vertraut vorkommt von der alten Benutzeroberfläche. Das war der sogenannte Infobereich. Der ist jetzt unterteilt in Infokontakt, Standort, Öffnungszeiten und mehr. Aber wenn man das jetzt durchläuft, dann ist es weiterhin so, dass da all das drinsteht, was früher im Infobereich zu finden gewesen ist. Ich habe also den Namen des Unternehmens, der ohne SEO-Zusätze, ohne Ortsnamen da drin, es sei denn, das Unternehmen heißt tatsächlich so, hier eingetragen werden sollte. Wenn man da ein bisschen Optimierung betreiben will, ist immer mein Rat, wenn ihr ein Einzelunternehmen seid und ihr seid Hans Meyer, der Physiotherapeut in Wedding, dann schreibt doch in eurem Impressum einfach rein. Ja, ihr Physiotherapeut in Wedding, Hans Meyer. Und dann kann man tatsächlich diesen Unternehmensnamen, der im Impressum der Webseite steht, hier auch so einfügen. Und wenn dann überprüft wird, im Abgleich zur Webseite, ob das, was hier als Unternehmensname eingetragen wurde, passt, dann wird das auch genehmigt. Es ist allseits bekannt, dass wenn im Unternehmensnamen halt auch die Profession, ja, das grundsätzliche Geschäftsmodell enthalten ist, dann ist das ein Ranking-Vorteil. Aber man kann auch ohne, dass man das so krass optimiert, ein gutes Ranking erreichen, indem man sich halt um alles andere kümmert und da trotzdem nur brav, so wie wir das getan haben, seinen Firmennamen hinterlegen, ohne dass da irgendwelche Zusätze enthalten sind. Dann die Unternehmenskategorie ausgewählt, eine primäre und alle anderen passenden als sekundäre, die Beschreibung mit bis zu 750 Zeichen, weiterhin eben ohne die Chance, dass man hier irgendwas hervorheben könnte. Das Startdatum, wann hat das Unternehmen an diesem Standort seine Tätigkeit aufgenommen? Es geht also nicht um das Geburtsdatum der Firma, sondern um das Startdatum des Unternehmens, die Telefonnummer, da kann man eine primäre und sekundäre hinterlegen, die Website, das kann man durchaus, wie man es hier sieht, mit UTM-Parametern bestücken, dass man in Google Analytics besser auswerten kann, welcher organische Traffic eben aus den Standard- und Suchergebnisseiten und welcher tatsächlich aus dem Google Maps Unternehmensprofil kommt. Ja? Wenn man ein Unternehmen mit einem Shop und mit Sortiment eines Shops hat, dann kann man jetzt durch eine Verknüpfung des Google Merchant Centers
hier auch seine Produkte besser sichtbar machen. Über Produkte verlieren wir aber gleich ein paar Worte noch. Dann Standort und Einzugsgebiet, im Zweifelsfall eben auch mit der Chance, dass man hier den Standort anpassen kann, wenn man sich das halt hier herzoomt und feststellt, der PIN sitzt nicht an der richtigen Stelle, dann kann man tatsächlich den PIN an einer anderen Stelle besser markieren, wenn man das möchte, wenn das notwendig ist. Einzugsgebiet nur verwenden, wenn ihr tatsächlich nicht nur die Dienstleistung bei euch am Standort erbringt, sondern auch als Hybridunternehmen beim Kunden vor Ort seid oder vielleicht als reines Vorortunternehmen nur beim Kunden die Dienstleistung erbringen, dann würde man hier oben die Adresse freilassen und nur ein Einzugsgebiet eintragen. Die Öffnungszeiten wahnsinnig wichtig, die Labels. Die weiteren Öffnungszeiten, da wo es einen Sinn ergibt, ja, wenn ihr ein Restaurant seid, wann ist Abendessen, wann ist Brunch, wann ist Frühstück, habt ihr ein Drive-In und von wann bis wann ist der geöffnet, gibt es Lieferservices, gibt es spezielle Happy-Hour-Zeiten, gibt es online andere Geschäftszeiten als offline, all solche Dinge kann man hier dann separat hinterlegen. Dann kann man zusätzlich seine Ausstattung mit Informationen zur Barrierefreiheit, zum Publikum hinterlegen. Das sind dann diese sogenannten Attribute oder auch Labels. Und dann hat man es tatsächlich komplett im Unternehmensinformationsbereich befüllt. Ganz besonders wichtig sind hier die Adresse, die Telefonnummer und die Öffnungszeiten, denn das sind die zentralen Informationen, die für ein Unternehmen vorgehalten werden müssen. Und die sollten auch webweit identisch sein. Also wenn ihr euch bei anderen solchen Services eintragt, auf Yelp.de zum Beispiel oder auf Bing Places, dann bitte ebenfalls genau TUPVergleich die Informationen hinterlegen, wie ihr sie hier auch in diesem System hinterlegt habt. Das wird nämlich tatsächlich abgeglichen. Okay, der nächste Punkt hier in diesem neuen Backend-Dashboard sind die Rezensionen. Hier könnt ihr zum einen die Rezensionen lesen, die ihr bereits bekommen habt, und ihr könnt auf die Rezensionen antworten, indem ihr mal schauen, wo ich noch nicht geantwortet habe, auf welche Rezension, indem ihr dann einfach hier diesen Antwort-Button drückt oder ihr wollt einfach nur sagen, dass euch die Rezension gefällt, dann könnt ihr da einfach nur einen Thumbs up hoch machen. Das Antworten auf Rezensionen rate ich euch immer dann, wenn in der Rezension irgendwas kritisiert wird, dann solltet ihr immer deeskalierend und lösungsorientiert antworten. Immer, immer, immer. Ja, auf jeden Fall. Und bei positiven Rezensionen kann man das auch gut tun. Und zwar ist da nicht unbedingt dieses herzlichen Dank, herzlichen Dank, herzlichen Dank hinterher schreiben gemeint, sondern bedankt euch und fügt was Sinnstiftendes hinzu. Nach Möglichkeit so ein bisschen Keyword optimiert, so dass praktisch die Rezension noch ein bisschen mehr Kontext zu eurem Produkt- und Dienstleistungsportfolio bekommt. Also wenn hier jemand einfach nur schreibt, im Inhouse-Tagesworkship mit Herrn Deutschländer im Januar hatten wir einen vollen Erfolg fürs Team, ist sehr zu empfehlen, praxisnah und lebendig, dann steht da ja zum Beispiel nicht, was das Thema dieses Tagesworkshops gewesen ist. Und dann schreibe ich halt dazu, war ein intensiver SEO-Workshop rund um Ihren Online-Shop. Schön, dass es dabei nicht nur um Basissuchmaschinenoptimierung ging, gerade die Stunden, die wir zu den Themen Conversion-Optimierung und Stärkung der Multimedialität der Shop-Inhalte verbracht haben, waren für mich sehr spannend. Nun wird umgesetzt. Und dadurch ist halt eben sowas wie SEO, Online-Shop und Suchmaschinenoptimierung und Conversion-Optimierung und Shop-Inhalte, all diese Begriffe sind hinzugekommen, ja, und Rezensionen sind durchaus ranking-relevant und deswegen macht es einen Sinn, sich diese Mühe zu machen. Und wenn man dann den Kurzlink haben möchte, um andere Kunden um Rezensionen zu bitten, dann hat es hier oben diesen Button. Da einfach auf mehr Rezensionen erhalten klicken und dann öffnet sich dieses kleine Fenster hier und dann hat man hier diesen Rezensionslink und wenn man sich den kopiert und dann diesen Rezensionslink einem Kunden direkt zuschickt mit der Bitte um eine Bewertung, dann führt dieser Link dazu, dass sich das Google Maps Profil öffnet und sofort dieses kleine Pop-up-Fenster aufgeht, wo der Kunde dann die Sterne vergeben, einen Text schreiben und sogar Fotos hinzufügen kann. Diesen Link gibt es auch noch auf einer anderen Art und Weise. Es gibt nämlich hier so einen kleinen Button ganz am Ende von den 12 da hervorgehobenen da oben und der heißt um Rezensionen bitten und wenn man den anklickt, dann kommt dieses Ding ebenfalls. Ja? Und dann kann man hier einfach diese Kurzlink g.page/r/ und dann kommt die Nummer /review sich zwischenspeichern
und einem Kunden zuschicken. Der dritte Button, das ist der Nachrichten-Button. Mit dem Nachrichten-Button könnt ihr regeln, dass euch sowohl auf dem Desktop als auch auf, dass euch auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone halt Nachrichten zugeschickt werden können. Das wird über den beim Smartphone über die Google-App erledigt, hier halt über Webbenachrichtigungen. Diese Webbenachrichtigungen könnt ihr oben rechts, könnt ihr die aktivieren, indem ihr da auf den Button drückt und dann halt eben in eurem Browser auf Webbenachrichtigungen zulassen klickt und dann wird sofort, wenn euch jemand eine Nachricht über das System schickt, eine Information aufs Handy und in den Chrome-Browser geschickt. Die Fotos, da hat sich einiges geändert. Bisher hatte man da ja ein sehr, sehr schönes Dashboard, wo man halt sehen konnte, alle Fotos in Gänze, dann die Fotos für den Innenraum, die Fotos für die Außenansicht, Fotos vom Team und so weiter. Das ist jetzt alles ein bisschen weniger geil, muss man sagen. Wenn man jetzt einfach Fotos anklickt, dann kann man hier jetzt ein Foto hochladen. Viel oder ein Video, viel mehr, aber im Moment noch nicht. Man kann sein Logo und sein Titelbild, das Titelbild wird aber eigentlich für nichts gebraucht, separat regeln, aber so richtig in eine Fotoübersicht, so wie wir das früher übers Backend hatten, gelangt man derzeit nicht. Ich dachte eine Weile, dass das vielleicht auch hier zu finden sei, bei den drei Punkten, aber ist im Moment noch nicht. Vielleicht habe ich auch noch nicht den Weg dahin entdeckt, dann schreibt mir gerne den Weg in die Fotoübersicht, wo ich dann eben auch problemlos alle schon bestehenden Fotos in die jeweiligen Rubriken einsortieren kann. Dann schickt mir einen einfach mal, dann mache ich daraus vielleicht bei Gelegenheit nochmal ein Video. Aber im Moment ist es wirklich nur so, dass ich Fotos hochladen kann oder mein Logo oder mein Titelbild, aber im Moment nicht sehr, sehr viel sortieren kann. Es gibt immer die Möglichkeit, hier direkt ins Profil zu klicken, dann bekommt man die gesamte Übersicht aller Videos und Fotos und dann kann ich zum Beispiel Fotos auch löschen, die ich selber hochgeladen habe. Ja, mal ein Foto, aber ich kann im Moment diesen Fotos eben wirklich nur einen Daumen hoch geben. Ich kann sie löschen, ich kann sie aber keine Rubrik oder so zuweisen. Also ich habe da einfach nicht das gefunden, was wir bisher in der Übersicht beim alten Backend, beim alten Dashboard hatten, nämlich, dass ich eben wirklich Fotos konkret diesen einzelnen Unterrubriken zuweisen kann. Und diese Unterrubriken, die halte ich für wichtig. Ja, vom Inhaber, vom Kunden, Innenaufnahmen, Außenaufnahmen, Teamaufnahmen, Videos, 360-Grad-Ansichten. Keine Ahnung, wann das kommt, wie das eingebunden wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Google komplett aufgelöst wird. Wenn ihr noch ein paar Tipps zu den Fotos wollt, die ihr hochladet, da bietet sich bei quadratisch zur Verfügung gestellten Bildern eine Mindestlänge von 600 Pixeln pro Seite an. Bei rechteckigen Bildern sollte die lange Seite mindestens 1000 Pixel haben. Bitte fügt keinen Text auf die Fotos. Denkt daran, dass die auch gezoomt genutzt werden, vor allem bei rechteckigen Bildern. Also das zentrale Bildmotiv sollte bei einem rechteckigen Bild eher in der Mitte sein, dass wenn die das Bild ranzoomen und zum Beispiel quadratisch verwenden oder bei einem quadratischen Bild sich die Mitte rausziehen, weil sie das dann für Hochkant, für Smartphone verwenden wollen, dass dann halt eben nicht, weil ihr da zum Beispiel Text eingefügt habt, dann der Text nicht vollständig zu sehen ist. Ja? Die verwenden halt diese Bilder tatsächlich auch in gezoomtem Zustand und nicht ausschließlich in der Originalversion quadratisch oder rechteckig, wie ihr die hochladet. Und wenn ihr dem System noch einen Gefallen tun wollt, auch ein Vorteil meiner Meinung nach, dann lasst das Geotagging aktiv und sorgt auf die Art und Weise dafür, dass halt eben die Metadaten für die Fotos, die EXIF-Daten mit hinterlegt sind. Dann kann Google besser einschätzen, wie alt das ist und wo genau das Bild aufgenommen wurde. Dann haben wir direkt neben dem Foto-Button den sogenannten Leistungs-Button und der führt uns in die Übersicht
der Statistiken. Ja, wie oft ist die mit dem Unternehmensprofil interagiert worden? Wie oft ist es aufgerufen worden und von welcher Endgerätevariante? Ja, hier Google Suche Computer, Google Suche Mobilgerät, Google Maps Mobilgerät, Google Maps Computer. Und wir sehen eben auch hier, bei welchen Suchanfragen haben wir hier auf der rechten Seite, das am häufigsten ausgeliefert wurde. Das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Gibt dann noch eine Anrufstatistik. Es gibt, wenn man sich hat Nachrichten, wenn man die Nachrichtenfunktion aktiviert hat, eine Nachrichtenübersicht. Wenn man die Buchungsfunktion aktiviert hat, gibt es dazu eine Statistik, genauso wie zur Routenberechnung und zur Menge der Website-Klicks, die im Berichtszeitraum ausgelöst wurde. Der Berichtszeitraum ist jetzt länger, als es früher war. Da ging es ja nur 90 Tage zurück. Jetzt sind es schon 6 Monate, die man sich zurück anschauen kann. Man kann einzelne Monate auswählen. Ja, man kann aber eben auch Zeiträume auswählen. Maximaler Zeitraum sind 6 Monate. Über die Übersicht, da klicke ich noch mal kurz runter, gelangt man eben auch zu dieser Keyword-Liste. Wenn man hier auf Mehr drückt, dann öffnet sich wirklich die Liste mit allen oder mit einem Großteil der Suchanfragen, auf die das Unternehmensprofil ausgeliefert wurde. Und da werde ich halt immer häufig gefragt, warum bin ich bei sowas abgebildet? Warum bin ich bei sowas abgebildet? Oder noch krasser, ja, warum bin ich gegebenenfalls wo haben wir mal was Schönes? Bei sowas abgebildet. Ja, das hat oft was damit zu tun, ja, da sieht man zum Teil auch den Namen der Firmen, die um einen herum einen Sitz haben. Ja, warum sollte mein Unternehmensprofil bei einem anderen Unternehmen als Suchergebnis ausgeliefert werden? Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass gerade bei solchen Suchanfragen nicht euer Profil sehr prominent dargestellt wurde, sondern euer Profil war einfach nur auf einem Kartenausschnitt, der dem User dann zur Verfügung gestellt wurde, so ein roter Punkt zur Orientierung. Und auch das wird mitgezählt bei dieser Statistik, also bei welchen Suchanfragen ihr praktisch Teil eines Suchergebnisses wart, denn ihr erinnert euch, es geht ja nicht nur um die Suchergebnisse in der Google-Suche bei dieser Statistik, sondern eben auch um die Suchergebnisse, die in Google Maps ausgeliefert werden. Und das sind ja Kartensuchergebnisse. Und da sind tatsächlich auch die Punkte auf der Karte gemeint, die zur Orientierung des Users dargestellt werden. Und wenn ihr ein solcher Punkt seid, dann werdet ihr eben diesen Orientierungspunkt hier auch bei ganz bestimmten Suchanfragen, dann werdet ihr die Suchanfragen dazu eben auch in dieser Suchanfragenliste bei Leistung finden können. Okay. Dann kommen wir zu einem Bereich, der besonders spannend ist für all jene, die eine Extrameile gehen wollen. Das, was wir bisher uns angeguckt haben, ja, die Profilgrundinformationen, Rezensionen, das Aktivieren der Nachrichtenfunktion, die Fotos hochladen, die Statistiken sich angucken, das sind die Grundfunktionen. Da muss man nicht viel dazu sagen. Und der sechste Punkt hier, Anzeigen, Werbung, den umgehe ich komplett. Ihr solltet keinesfalls Google Ads Werbung über diesen Link direkt bei Google Maps in Auftrag geben. Wenn ihr Google Ads Werbung schalten wollt, nutzt bitte die Google Ads Benutzeroberfläche. Produkte und Dienstleistungen, das ist aber jetzt schon so eine Extrameile. Und ich fange jetzt mal entgegen der Reihenfolge hier mit den Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen, die ihr hier hinzufügen könnt, die könnt ihr vor allem den Rubriken hinzufügen. Also der Rubrik, die ihr, der Kategorie, in die ihr euer Unternehmen eingeordnet habt, als ihr bei den Grundeinstellungen, bei Profilbearbeiten hier im Infobereich die Unternehmenskategorie bestimmt habt. Diesen Unternehmenskategorien, jeder dieser Unternehmenskategorien kann man nun im Dienstleistungsbereich die Dienstleistungen hinzufügen, die man in dieser Kategorie anbietet. Ja, und das kann man sehr ausführlich tun, so wie wir das hier sehen. Man über den Weitere Leistung hinzufügen Button kann man dafür sorgen, dass halt eben dann so ein Dialogfeld entsteht, wo ich unter der primären oder eben einer sekundären Kategorie so eine eigene Leistung erst mit dem Namen beschreiben kann. Und wenn ich sie dann abgespeichert habe, dann kann ich der Leistung noch zusätzlich, indem ich auf die Leistung draufklicke, eine kurze Beschreibung von bis zu 300 Zeichen geben und ich kann auch eine Preisangabe dazu machen.
So, das mit den Preisangaben, das sehen wir zum Beispiel bei unseren Seminaren, da haben wir das gemacht, weil die einen ziemlich konkreten Preis haben. Und da sieht man dann halt eben, dass neben dem Namen des Seminars und einer Kurzbeschreibung des Seminars hier rechts daneben auch ein Preis zu sehen ist, der dann von uns als Festpreis hier an dieser Stelle hinterlegt wurde. Das ist etwas, das in der Desktop-Version eures Unternehmensprofils gar nicht angezeigt wird, die Leistungen. Das ist etwas, das man nur auf dem Smartphone zu sehen bekommt. Da ist das ein extra Karteireiter. Außerdem ist es so, dass die Hinterlegung dieser ausführlichen Leistungsübersicht dazu beiträgt, dass Google eure Entität, ja, euer Unternehmen einfach besser versteht, als wenn ihr darauf verzichten würdet. Ja, Google lernt also sehr viel stärker, wofür ihr in diesen Kategorien konkret steht. Gerade wenn ihr eine Unternehmenskategorie auswählen müsst, die recht allgemein ist, weil es so eine spezielle Unternehmenskategorie für euch gar nicht gibt, dann hilft die Befüllung der Dienstleistungen sehr, Google dabei zu wissen, wer ihr seid, was ihr anbietet, wem ihr das anbietet und wofür euer Dienstleistungsportfolio ganz besonders auch in Abgrenzung zu eurem Wettbewerb steht. Noch besser ist das, wenn man mit den Produkten arbeitet. Das ist übrigens der letzte Bereich, der nicht mit einem Pop-up-Fenster sich öffnet, sondern das ist einer der Bereiche, einer der letzten Bereiche faktisch, der noch ins alte Unternehmensprofil-Dashboard weitergeleitet wird. Und wenn man hier ein Produkt anlegen möchte, dann ist ähnelt der Dialog schon sehr stark den dann ähnelt der Dialog schon sehr stark den Informationen, die ich für eine Dienstleistung hinterlegen soll. Nur statt einem Dienstleistungsname ist es ein Produktname. Da gibt es eine Produktbeschreibung. Man kann einen Preis hinterlegen. Keine Preisspanne mehr. Das ist abgeschafft worden. Und ich kann das kategorisieren. Ich kann entweder eine neue Kategorie als Produkt anlegen oder aber, wenn ich schon Kategorien hinterlegt habe, aus dem Kategoriebaum auswählen. Zusätzlich zu diesen Standardfunktionen, die wir auch aus den Dienstleistungen jetzt schon kennen, hat man die Möglichkeit, zu dem Produkt ein Foto hochzuladen und ganz am Ende eine URL zur Landingpage auf der eigenen Webseite zu hinterlegen. Da wird dann ein Call to Action drüber gelegt, der heißt zur Webseite. Man kann den Text für diesen Call to Action nicht frei bestimmen. Das macht Google automatisiert immer mit diesem Standardtext. Also der Vorteil bei den Produkten versus Dienstleistungen ist, dass ich halt zusätzlich zum Namen, zu einer Kategorisierung und einer Produktbeschreibung und einem Preis auch noch ein Bild habe und eine Schaltfläche, die zu meiner Webseite führt. Das haben die Dienstleistungen nämlich nicht. Und ein anderer Grund ist ganz spannend. Wenn ihr Produkte hinterlegt habt, dann könnt ihr so ein schönes Karussell in eurem Profil sehen, wo diese Produkte mit den Produktbildern abgelichtet sind. Und natürlich könnt ihr diesen Bereich nicht nur benutzen, wenn ihr tatsächlich so eine Art Online-Shop habt, wo ihr Produkte im Stück oder im Bundle verkauft, sondern ihr könnt auch eure Dienstleistungen dort als Produkte nochmal neu anlegen, mit der Chance eben direkt zu der Dienstleistung auf der Webseite zu verlinken oder aber halt mit einem Bild die Dienstleistung nochmal stärker zu verdeutlichen. Ich habe da hier mal ein gutes Beispiel von einem Coach, ja, hier aus Berlin, der heißt Willi Metzeler und bei dem ist im Profil genau das nämlich gemacht worden. Man hat eben zusätzlich zu den Dienstleistungen, die befüllt wurden, er ist ja ein klassischer Dienstleister als Coach, auch noch den Produktbereich mit seinen Dienstleistungen befüllt und dann bekommt man, man sieht es hier sehr schön auf der rechten Seite, eben so ein schönes Produktkarussell, wo seine Dienstleistungen halt nochmal auch mit seinem Bildmaterial hinterlegt sind und wenn man jetzt sich all diese Produkte anzeigen lässt als User, als ganz normaler Kunde, dann wird hier nochmal gezeigt, wo sind wir denn und wie kann man denn denjenigen erreichen. Man sieht dann hier diese
Rubriken, die hinterlegt wurden. Da gibt es einmal eine Rubrik, eine Produktrubrik, eine Beratung und eine Produktkategorie Coaching. Und da sind dann die einzelnen Dienstleistungen als Produkte hinterlegt. Und die sind dann anklickbar und man landet tatsächlich auf der Webseite direkt bei der Landingpage, die mit dem jeweiligen Produkt, der jeweiligen Dienstleistung verbunden ist. Das finde ich echt großartig für Dienstleister. Ich weiß, dass jetzt der ein oder andere gleich sagt, naja, ob das von Google freigegeben wird. Kommt drauf an. Bei Dienstleistungen und bei Produkten kann es sein, dass Google ganz bestimmte Dinge, die man dort einträgt, ablehnt. Bitte akzeptiert dann die Ablehnung auch und verzichtet auf diesen Eintrag. In der Regel wird nicht alles abgelehnt, sondern es werden nur Teile abgelehnt. Manchmal eine Description bei den Dienstleistungen, da ist halt dann nur der Name des Produkts gewünscht. Oder manchmal eben auch das Produkt komplett oder die Dienstleistung komplett. Wenn ihr es immer wieder versucht, reinzuzwingen, immer wieder neu anlegt, dann kann es euch passieren, dass das Profil gesperrt wird. Und das wollt ihr keinesfalls. Eine ganz besonders neue Funktion, die gab es in dem alten Backend gar nicht, das ist das Thema FAQs. FAQs sind ja eigentlich so eine Art User-Generated Content-Komponente, ähnlich wie Rezensionen. Der User von Google Maps, ja, also nicht wir als Unternehmen, sondern der, der Google Maps verwendet, der soll diese Funktion aktiv nutzen. Immer wenn er eine Frage zu einem Unternehmen hat, kann er die Frage an dieser Stelle ausformulieren und andere User, die bereits eine Erfahrung mit dem Unternehmen gemacht haben, sollen antworten. Neu in dieser Benutzeroberfläche ist jetzt im Vergleich zur alten, dass es eine direkte Verbindung in diesen FAQ-Bereich aus dem Google Business Profile Admin-Bereich gibt und ich auf die Art und Weise jetzt natürlich auch selber Fragen zu meinem Unternehmen stellen, diese Fragen beantworten und alle existierenden Antworten entsprechend voten kann. Ja, das Fragenstellen hier oben rechts mit dem blauen Button, dann kann man hier einfach eine Frage eintragen. Und tatsächlich würde das dann auch abgeglichen werden mit schon bestehenden. Mit schon bestehenden Rezensionen und mit bestehenden Fragen, die in der Vergangenheit gestellt wurden. Ja, das sieht man hier gleich, ob eben schon ein Stück Content zu dieser Frage existiert oder nicht. Wenn die nämlich bereits vorhanden sind, diese Antworten, dann muss ja die Frage hier nicht extra nochmal gepostet werden. Bliebe aber der rechte Bereich leer, dann weiß der User ganz einfach, das ist eine neue Frage. Und dann kann man die hier tatsächlich posten. Und wenn man die halt dann gepostet hat, dann kann man auf die Frage auch direkt mit diesem Button hier antworten. Und wenn dann die Antwort darunter gegeben wurde, dann kann man sogar hier mit diesem Thumbs up, mit diesem Daumen nach oben, das Ding nach oben voten. In der Regel ist es die Frage mit den meisten Antworten und den meisten Thumbs up, die prominent innerhalb des Google Business Profils in der Google Suche dargestellt wird. Ja, wenn es nur eine Frage mit einer Antwort gibt, dann sieht das noch so aus, wie wir es hier rechts sehen. Dann ist das nicht gehighlightet, aber kommt eine zweite, eine dritte, eine vierte Frage hinzu. Es gibt dann auf all diese Fragen auch Antworten und einige dieser Antworten haben dann also einen Daumen hoch gekriegt. Dann wird statt nur dieses kurzen Bereiches hier, ja, dann wird das dann richtig gehighlightet, die populärste Frage mit der Antwort dazu. Habt ihr mit einer Frage, die von Usern gestellt wurde, ein Problem? Dann habt ihr die Möglichkeit, hier über dieses Kontextmenü solche Fragen oder eben auch entsprechende Antworten zu melden. Ja, und die dann halt eben was ich als Spam oder Fake sichtbar zu machen. Eine gute Möglichkeit, die Fragen, die wirklich von Bedeutung sind, ins System reinzukriegen. Früher musste man dafür sich praktisch in die User-Rolle begeben und dann in diesen Bereich reinklicken. Jetzt ist das übers Backend möglich. Das finde ich viel, 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 viel angenehmer. Wenn ihr Terminbuchungstool habt, dann könnt ihr den Link zum Terminbuchungstool an dieser Stelle einfach eingeben. Ja, dann wird ein zusätzlicher Bereich geöffnet.
wo dann halt eben der Link zum Terminbuchungstool prominent im Suchergebnis, in dem Google Maps-Profil dargestellt wird. Ja, und dann ist hier der letzte Bereich, den kennen wir schon, den Bereich, wo man Beiträge veröffentlichen kann. Da ist es dabei geblieben, dass es Standardbeiträge gibt, dass es Eventbeiträge und dass es Angebotsbeiträge gibt. Und auch hier gilt weiterhin, jeder Beitrag kann ein Bild oder ein Video enthalten, eine Beschreibung und eine Schaltfläche zur Webseite, wo es mehr Informationen über den hier angeteaserten, über das hier angeteaserte Thema gibt. In der Vergangenheit gab es so eine Beitragsübersicht. Die Beitragsübersicht ist ähnlich wie die Fotoübersicht im Moment nicht durch einen einfachen Klick erreichbar. Habt ihr aber bereits News hinterlegt, dann könnt ihr diesen Feed erzwingen, indem ihr einfach in rechts neben dem Google-Suchergebnis in eurem eigenen Profil so eine News anklickt. Wenn ihr diese News anklickt, dann seht ihr praktisch diesen gesamten Stream an News aus der Vergangenheit und könnt diese News im Zweifelsfall eben auch löschen. Sowas ginge hier über die drei Knöpfe, über die drei Punkte oder aber eben den Text noch nachträglich von einem Event oder von einer ganz normalen News bearbeiten. Ja, das ist hier möglich. Im Moment ist aber der Weg hierhin wirklich nur über dieses Karussell direkt im Suchergebnis möglich. Einen anderen Weg habe ich zumindest noch nicht gefunden. Damit hätten wir hier die 12 Knöpfe komplett besprochen und ich will noch ein bisschen was zu dem sagen, was wir hier unten sehen. Diese Kacheln, da haben wir alternative Wege in Dinge, die wir bereits gesehen haben. Zum Beispiel so ein Knopf, ja, der das Profil halt in so einer Art geführtem Prozess vervollständigen soll. Der Prozess hat aber im Prinzip nur das Ziel, euch am Ende des Tages in Google Ads hineinzulocken. Also der Prozess ist eigentlich nicht wirklich so grandios nötig, um es vorsichtig auszudrücken. Habt ihr einen Online-Shop, dann wäre dieser die Kachel, auf der mehr Besucher für den Online-Shop steht, dann wäre das der Weg, um das Merchant Center zu verbinden. Und wenn man dann das Merchant Center verbunden hat und Produkte dorthin sichtbar macht, dann gibt es erstens mal kostenlose Produkteinträge in der Google-Bildersuche beispielsweise und eben auch hier im Business-Profil auf Google Maps. Dann hat man hier diesen Link benutzerdefinierte E-Mail-Adresse. Da wird im Prinzip versucht, Google Workspace zu verkaufen, Anzeige erstellen, der direkte und unmittelbare und nicht versteckte Weg zu Google Ads, bitte nicht benutzen, wenn ihr Google Ads schalten wollt, dann verwendet bitte die direkte Google Ads Benutzeroberfläche. Der Link lautet wie immer ads.google.com und dann landet ihr hier. Habt ihr das noch nie gemacht, dann drückt ihr auf jetzt losgehen. Wenn ihr bereits ein Profil angelegt habt, hier oben rechts ist dann der Anmeldebutton. Dann haben wir die Leistungsübersicht. Da landen wir wieder in diesem Bereich, wo die Statistiken sichtbar sind. Und wir haben den Bereich Buchungen einzurichten, Fotos zu hinterlegen. Und hier sehen wir das jetzt. Hier haben wir jetzt Foto-Außenansicht. Ja, und da kann man scheinbar, wenn man jetzt etwas hochlädt, das doch irgendwie für die Außenansicht tun. Aber ich habe eben zum Beispiel keine Möglichkeit, auch die Innenansicht oder das Team direkt auszuwählen. Ein Angebot erstellen, das ist Angebotstitel, Start- und Enddatum. Der Bereich, der hier am Ende dann in so einem blauen Button münden würden, wie wir hier rechts auf dieser in unserem Profil bei DSCOM finden können. Und dann verbleibt noch als letzte der Kacheln, die zumindest in meinem Profil dargestellt wird, Karte in ihre Website einbinden. Und da wird erklärt, wie man dann halt eben mit so einem, mit der API, mit der passenden API von Google Kartenmaterial, das Google in Google Maps zur Verfügung stellt, eben auch auf seiner eigenen Webseite einbinden kann. Denkt aber immer daran, das kann DSGVO schwierig sein, wenn man einfach nur dem Standardweg folgt. Ja, man muss das ein bisschen DSGVO-konformer einrichten als der Weg, den Google hier vorschlägt. Da würde ich am besten den Webmaster fragen, wenn ihr euch da nicht im Klaren darüber seid, wie man das rechtssicher erledigen kann. Also, mein Unternehmen bei Google, das neue Dashboard, alle Bereiche und wofür sie denn gut sind, wo im Moment Dinge noch nicht funktionieren, wo neue hinzugekommen sind, all das haben wir jetzt
geklärt und ich hoffe, es hilft. Habt ihr noch Fragen zu diesem Themenkomplex, dann könnt ihr die unter diesem YouTube-Video stellen. Ich beantworte alle Fragen, die unter den YouTube-Videos auftauchen, egal ob es wenige oder viele sind. Es kann aber immer mal einen Tag oder zwei dauern, bis ich Zeit finde fürs Antworten. Also so richtig zeitkritische Dinge, das kriege ich nicht hin. Aber wenn es einfach so eine generelle Frage zum Verständnis ist, dann die ruhig unter diesem YouTube-Video stellen und ich werde für eine gute Antwort sorgen. Dieser YouTube-Kanal heißt Happy Optimizing. Es gibt auch einen Blog, der so heißt, in dem wir alles, was wir so an Wissen teilen möchten, niederschreiben. Wir haben Meetups. Wenn ihr in Berlin ansässig seid, dann organisieren wir zweimal, manchmal dreimal im Jahr vor Ort Meetups zu Online-Marketing-Themen. Das könnt ihr bei Meetup dann finden oder aber eben auch über unsere Facebook-Seite und über unseren LinkedIn-Unternehmens-Account. Es gibt einen Podcast, Happy Optimizing, den ihr auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren könnt. Und dann natürlich, Trommelwirbel, Trommelwirbel, diesen YouTube-Kanal. Abonniert ihn bitte. Und wenn ihr das Glöckchen aktiviert, dann informiert euch YouTube gerne, wenn das nächste Video zu den Themen Suchmaschinenoptimierung, Google Ads, Google Business Profile oder Google Analytics 4 von uns veröffentlicht wird. In diesem Sinne, Happy Optimizing!